Gut, da muss ich, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, weil ich würde gerne noch ein bisschen spielen. Ich habe auch noch keine Idee, wie ich das Haus bauen könnte. Erstmal unnötig rumspringen. Ja, schön eigentlich. Das sieht ja an sich eigentlich so aus, als würde die Brücke direkt in das Haus führen. Ich könnte das Haus noch ein bisschen dekorieren. Das sieht nur so aus wie so ein hässlicher Klotz. Ja, das wäre es eigentlich. Wir könnten noch so ein Giebeldach bauen. Dafür bräuchten wir Treppen. Treppen, 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 Treppen. Ich überlege nur, soll ich sie. Ups. Lol. Soll ich sie aus Birkenholz. Ne, ich mache es mal aus Eichenholz. Dann haben wir auch so ein bisschen Farbvariation drin. So. Eichenholz haben wir en masse. Muss man gerade überlegen, ob das mit dem Giebeldach denn auch so aufgeht, wie ich es mir erhoffe. Ich mache mir mal so ganz provisorisch und unprofessionellen Weg nach oben. So, zack, 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 zack. Gut, dann mache ich hier mal. Moment. Genau. Ich mache hier erstmal drei hoch. Dann auf der anderen Seite das gleiche. Also jeder Erdblock steht jetzt für einen Treppenblock. Ich will gucken, ob die genau aufeinandertreffen oder ob ich da irgendwie was abflachen muss. So, und Jump. Ja doch, das läuft genau spitz zu. Jo, passt. Perfekt. Perfekt. Machen wir es mal wieder weg. Ja, übrigens, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, Schaufel ist kaputt, empfiehlt mir mal ein Texture Pack. Alfex ist zwar schön, aber finde ich doch inzwischen ein bisschen langweilig. Ich habe auch erstmal das Standard Texture Pack genutzt. Fex hängt mir so ein bisschen zum Hals raus. Um es mal so zu sagen. Wie gesagt, ist schön, aber habe ich jetzt auch lang genug gehabt. Empfiehlt mir mal ein Texture Pack. Eins, was gut ist. Aber doch auch recht anders als Fax. So, jetzt habe ich den Weg natürlich wieder weggemacht. Hoppala. So. Mache ich den wieder weg. So, dann gucken wir mal. Aber soll ich das darunter auch noch machen? Also, ich. Zeigt euch mal gerade. Genau, dass ich an der anderen Seite auch noch Treppen mache. Damit hier, sagen wir mal, ich stock's auf, aber ich möchte das noch mitnutzen. Quasi wie so ein Dachboden. Dass das dann nicht so kantig aussieht. Sagen wir mal jetzt. Genau, ich habe noch ein paar Blöcke. Hoppala, genau. Ich baue mich nochmal hier hoch. Ja, es wird jetzt hier viel demonstriert. Genau. Also haben wir hier so ein Dings, dass das halt nicht so aussieht, sondern so. Das mache ich. Das mache ich. Okay. So, dann mache ich die Erde wieder weg. Die sieht übrigens wirklich aus wie Kacke, weil ich habe mal gehört, in Craft Attack 3 haben Early Boy und Revi mal dazu Kacke gesagt. Und recht haben sie nicht, muss man mal sagen. So, kann man auch ganz gut hochgehen eigentlich. Läuft das doch nicht spitz zu? Halt. Schlecht. Schlecht. Oh, da muss ich wohl doch mit einer Eichenholzstufe arbeiten. Mit mehreren sogar. Wie viel brauchen wir denn höchstwahrscheinlich? Brauchen 1, 2, 3, 4. Und ich sehe nochmal vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. F12. 12 Eichenholzstufen brauchen wir. Dann machen wir uns die mal rat. Ha. Ist ja ein Ding. Kriegt man ja recht einfach her. Aber ich glaube, ich hatte noch Eichenholzstufen.
Ah. Jetzt habe ich fast einen ganzen Stack. Egal. So. Da eine hin. Und dann hier. Das hier war jetzt nur so ein Hilfsmittel. Genau. So sieht's aus. So und nicht anders soll es aussehen. Na gut, darunter hat man jetzt natürlich keinen Platz mehr. Das stimmt natürlich. Aber egal. Ja, das soll ich natürlich auch so ein bisschen leicht überstehen. Ich habe jetzt nicht genug Stufen gecraftet. Ist aber auch egal, weil wir haben ja noch einen knappen Stack da. Ich baue noch ein bisschen weiter. Okay, geht nicht. Steht das denn über? Ja doch, das steht über. Und auf der anderen Seite glaube ich auch. Nee. Hier steht es nicht über. Jetzt liegt es glaube ich genau drauf. Es wird Nacht. Jo, steht über. Perfekt. Dann gehe ich nochmal schlafen. Und dann machen wir schon weiter. Ich brauche noch... Genau. Aber ich könnte noch mehr Treppen gebrauchen. Ich habe ja genug Eichenholz bei mir. So. Einmal so eins. Einmal so eins. So. Gut. Haben wir alles an Eichenholz auf den Kopf gehauen für Eichenholztreppen. Ja. Das korrigieren wir natürlich. Genau. Hallo? Das Schild muss weg. Genau, so ist gut. Ja, genau. Stopp. Ne, da mache ich halt doch noch Stufen runter. Genau. Da drunter mache ich auch noch Stufen. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Ne, doch, ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich lasse mir da später noch was zur Optimierung einfallen. So. Hoppala. Hallo, danke. Danke. Ja, ist natürlich wieder schlecht. Dann probiere ich das hier nochmal von unten. Ey. Komm. Okay. Dankeschön. Auf der anderen Seite das gleiche Spiel nochmal. Na, ich muss mich weiter randingsen. Genau. Man nimmt ja schon ordentlich Schaden aus der Höhe. Ja, okay, 1,5 Herzen ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, aber schon ordentlich. Okay, das werde ich bei Zeit noch wegmachen, wenn ich fertig bin. Okay, sieht das gut aus? Ja, ich stelle mir vor, dass es gut aussehen wird. Aber es ist natürlich noch nicht fertig. Vor allem der Balken, der ist... Ja, der ist einfach nur hässlich zurzeit. Aber das wird sich noch ändern. Ja, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das geht jetzt wahrscheinlich noch ein Stück in die dritte Folge rein. Weil ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet. Ich mache das wieder so, dass ich einfach so lange aufnehme, wie ich Bock habe. Und dann packe ich halt maximal 20 Minuten in eine Aufnahme. Beziehungsweise jetzt für die Folge 2. Da kommen nur halt 10 Minuten von dieser Aufnahme rein. Ja, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da, wenn es euch nicht gefallen hat. Ich bin raus. Ciao.